Der Safer Internet Day ist seit 14 Jahren als Aktionstag für sichere Mediennutzung weltweit bekannt. Aus diesem Grund hat die Initiative Teach Today der Deutschen Telekom über 50 Schüler in das Deutsche Museum nach Bonn eingeladen. 2018 lautet das Motto Create, Connect and Share Respect. A better Internet starts with you. Es geht also darum, wie wir das Internet zu einem sicheren Ort für uns alle machen können. Hier werden die Schüler unter anderem mit dem Experten für Datenschutz, Herr Dr. Thomas Krämer, diskutieren. Gehört jedes Foto ins Internet? Na, um Gottes Willen, nicht jedes Foto gehört ins Internet. Ja, wenn ich überlege, wenn meine Tochter von mir ein Foto macht, wie ich im Bett liege, meinetwegen sonntags morgens und noch mal gerade genieße, dass ich mal nicht so früh raus muss, möchte ich nicht, dass ich das am nächsten Tag im Internet sehe. Wenn einmal was im Internet ist, das geht nicht mehr weg. Und deshalb sollte man da besonders vorsichtig sein. Und das ist etwas, worüber ich euch alle bitten würde. Ja, beim Hochladen von Fotos seid bitte vorsichtig, die gehen nicht mehr weg. Man ist vor allen Dingen nie alleine unterwegs und muss deshalb Verantwortung auch für seine Mitmenschen übernehmen. Dass man im Internet nicht nur spielt, chattet und Fotos postet, haben die Kinder beim Aktionstag der Initiative Teach Today beim Safer Internet Day 2018 bewiesen.